Hallo Kollege, in Horsfenn werden für die am Wochenende stattfindenden Museumstage noch zwei Wagen benötigt. Sie sollen diese jetzt überführen, vorher muss aber noch dringend Ihre KÖV betankt werden. Rangieren Sie also zuerst zurück zur Bahntankstelle und versorgen Ihre Lok mit Dieselkraftstoff, mit der Taste T. Viel Spaß! Ja, wunderbar. Wir fahren heute mal die KÖV, der Private Rail, beziehungsweise des Werks Köblitz. Und ich bin schon ganz gespannt, wie sich diese ja, wunderschöne Kleinlok denn fahren wird. Ich bin, glaube ich, bisher noch nie KÖV gefahren. Und ja, in dem Sinne werden wir das heute mal austesten. So sieht es innen drin schon mal aus. Ja, in einer echten KÖV stand ich auch schon drin. Gefahren bin ich leider nicht. Schade. Voigt Turbogetriebe, Vorschriften. Ja gut, die können wir uns jetzt hier nicht alle durchlesen. Hier haben wir nochmal den Geschwindigkeitsanzeiger. Die Anzeigen für Motordrehzahl. Und so weiter und so fort. Okay, das Licht können wir hier schon mal einstellen. Vorne an, hinten rot. Ja, da wir wahrscheinlich die Fahrtrichtung aber wechseln müssen zur Diesel. Tankstellen müssen wir ja, genau. Sollten wir das folgendermaßen einstellen. Genau. So, der Fahrtrichtungswender sollte in Fahrtrichtung rückwärts. Die Lok- und Zugbremse wahrscheinlich, ne? Ja, Zugbremse wird gelöst. So, jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, PZB haben wir hier gar nicht, ne? Schon mal ein schönes Horn. Ja gut, der Motor läuft ja aber auch, läuft auch bereits. So, dann rollen wir mal los. Die 294-800-8 der Deutschen Bahn AG mit Schwerlastwagen, Holzstämme haben sie geladen und da hinten rollen wir fröhlich vor uns hin. Ja, für uns geht es heute ins DB-Museum zu den Museumstagen wahrscheinlich. So, Zugkraft wegnehmen, Hammer. Dann hier bremsen. Okay, es ist nur die Frage, wo genau wird hier getankt? Aber ja, wir stehen richtig, wie es scheint. So, einmal in die Zapfsäule hier gehen. Und dann schnappen wir uns hier den Schlauch. Und hier unten sehen wir es schon, die Lokomotive wurde aufgetankt. Sehr gut, die KÖV hat nun wieder genug Power im Tank, sowie die Signalisierung es erlaubt. Rangieren Sie weiter zurück bis zur Rangierhalttafel RA10 vor der Brücke und halten dort. Alles klar. Bis zum Rangierhalt geht's also. Sobald es die Signalisierung erlaubt. Ja, die Signalisierung erlaubt es. Ja, hier typische Tankstelle von der Bahn. Dieseltankstelle. Was anderes tanken wir da eigentlich auch nicht. So, Leistung. Hallo hier, 54038. Ja, morgen, hier ist der Fahrdienstleiter von Altenburg. Deine Wagen stehen in Wilder auf Gleis 5 bereit. Danach hast du eine kurze Wartezeit auf Abstellgleis 6. Um eine Regionalbahn vorbeizulassen. Sonst verläuft alles planmäßig. Abverstanden, alles klar. Servus. Und ich dachte schon, ich hätte mein Handy angelassen. Nein, zum Glück nicht. Alles gut. So, Rangier halt.
Ja, Bremse etwas stärker anziehen. Wie gesagt, wir haben hier eine kleine Lok und da reagiert die nicht ganz so hart. So, Fahrtrichtung wurde gewechselt. Das Licht werden wir natürlich auch noch umschalten. So, vorne leuchtet es wieder. Oh, das sieht richtig schön aus. Wechseln Sie jetzt die Fahrtrichtung und rangieren anschließend mit maximal 25 Stundenkilometer über den kleinen Abstellbahnhof bis hin zum haltzeigenden Ausfahrtssignal. Alles klar. So, Bildschirmfoto wurde gemacht und dann geht's weiter. Werk Köblitz. Ja, nächster Halt, dann wieder am Umkehrpunkt. So, das soll uns reichen an Geschwindigkeit. Viel mehr benötigen wir da eigentlich auch nicht. Ah, hier schön auf der rechten Seite ein Generator. Und die Weiche ist nach links gestellt. Also KÖ fahren finde ich jetzt schon schön. Das macht echt Spaß. So, im anderen Gleis fährt die 143er an mit den Nahverkehrswagen. Hier aktuell der Bahnhof von Wildau. Oh, schön hier die Wagen von der Deutschen Reichsbahn. Das werden bestimmt unsere sein. Na genau. Wir müssen dann direkt vorm haltzeigenden Signal anhalten. Ah, schön hier drüben noch eine Rallye-Maschine. Alles heute hier dabei. Gut, die 294er ist ja auch Standardmaterial. Von daher sieht man die eigentlich in, naja, nahezu fast jedem Szenario. Meine Damen und Herren, an Gleis 1, es fährt ein, der Sonderzug nach Rölde, Abfahrt 8.35 Uhr. Ja, genau genommen fährt eigentlich nur unsere Lokomotive ein, aber gut. So, wie weit ist es denn eigentlich insgesamt? So, rangieren Sie jetzt wieder vorsichtig zurück und kuppeln die Rekowagen an Ihre Lokomotive. Wird gemacht, Captain. Danach geht's ca. 8 Kilometer in Richtung Horsfern. Wunderbar. So. Fußbremse. 12 Tonnen. Ah, okay. Da haben wir dann hier nochmal die Lokbremse. Alles klar. Das nächste Mal wissen wir es dann. Oh, schön auch hier nochmal ein Handscheibenwischer. Ja, das musste bei den kleinen Loks von Hand bedient werden. Oh, schön. Eine V200 auch noch. Deswegen, ja klar, gut, das ist natürlich was anderes, wenn da der Sonderzug einfährt. Dann habe ich da natürlich Verständnis für.
Oh, schön. Der Dieselmotor. Gut, wir sollten uns aber auch auf unsere Lokomotive konzentrieren. Schön. Wirklich schön. Juhu, die Einfahrt hier in Wildau. Das Bahnhofsschild. So, wumms. Und dran sind wir. Aussteigen. Ankuppeln. Diese Wagen müssen nun nach Horstfern gebracht werden. Fahren Sie vor bis zum Ausfahrsignal. Sobald die Signalisierung es erlaubt, können Sie sich auf den Weg machen. Halten Sie in Horstfern auf Gleis 2. Zulässige Höchstgeschwindigkeit der Baureihe 323 ist 45 Stundenkilometer. Okay, dann wollen wir uns mal daran halten. Wir werden aber erst zum Hauptsignal vorfahren, sobald dieses freie Fahrt bzw. Fahrt mit Langsamfahrt anzeigt. Denn ich hatte eigentlich nicht vor, gegen ein haltzeigendes Signal anzufahren. Auch wenn es jetzt hier der Fahrdienstleiter uns mündlich, beziehungsweise in dem Fall hier eigentlich schriftlich, genehmigt hat. So, wir schauen hier mal ganz kurz durch, Überführungsfahrt. Demzufolge müssen wir hier auch keine Türen öffnen. Genau, nächster Halt, Horstfern, Gleis 2. Nicht einsteigen und trotzdem sitzen die Menschen drin. Naja, da möchten wohl einige eine Freifahrt haben. Wir inspizieren auch währenddessen hier mal ganz kurz noch die Wagenanschriften. Oh, das ist wirklich sehr, sehr schön detailgetreu hier alles gemacht. Gut, aber damit wir hier nicht in Zeitverzug geraten, sollten wir uns langsam mal auf den Weg machen. Die Lok- und Zugbremse wird hier entsprechend gelöst. So. Ich weiß gar nicht, geht die Tür eigentlich auf? Nee, das wäre etwas zu viel des Guten. Na gut. Fahrtrichtung soll man noch umlegen und ab die Post. Ui, die Wagen sind aber schwer. Ja klar, das ist gleich ein anderes Gefühl, wenn man da Wagen hinten dran hat. Fühlt sich gleich ganz anders an. Das könnte man eigentlich vergleichen mit ja, einem PKW und einem LKW. Beziehungsweise einem PKW mit ziemlich schweren Anhängern. Ja, auch von der KÖV Kleinlokomotive gibt es natürlich mittlerweile unterschiedliche Versionen. Wir haben jetzt hier noch eine relativ junge Ausführung. Obwohl, naja, jung eigentlich ist das falsche Wort. Eigentlich eine etwas ältere Ausführung. Die jüngeren sind dann unter anderem durch ja, andere Aufbauten und eine andere Form gekennzeichnet. Oh, schön hier drüben. Die Leiter, wie sie da hängt. Es klingt wie so ein Bootshorn. So, an dieser Stelle verlässt uns dann auch die Elektrifizierung. Dafür haben wir hier diese schöne Tafel. Und streckenmäßig sind dann auch 60 zugelassen. Wie gesagt, wir fahren hier mit VMAX 5, ja, 45, genau. Ja, und auf diese Stellen hier hinten freue ich mich natürlich wieder besonders. 10 km/h. Na gut. Ja, und während der Streckenfahrt sollten wir uns vielleicht mal hier in den Modus begeben. Denn dann können wir zumindest die Geschwindigkeiten ablesen. Oh ja, jetzt beschleunigt sie. Okay. Genau so soll es sein und wir müssen auch schon abbremsen. Und wenn das Signal nicht langsam anfängt zu leuchten... Okay, es leuchtet. Also, blinkt. So, PCB-technisch müssten wir jetzt hier eigentlich PCB-Wachsamkeitstaste betätigen.
Ja, hier kommt ein Bahnübergang. Oh, schön mit Drehkreuz noch. Aber wir müssen weiter abbremsen. Wir sind noch lange nicht bei 10 km/h. Das muss noch ein bisschen langsamer gehen. So, das dürfte jetzt 10 km/h ungefähr entsprechen. Oh, schön, der Flieger da oben nochmal. Naja, 13, okay. Eine Geschwindigkeitsüberhöhung von ca. 30%. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Okay, 60 dürfen wieder gefahren werden. Wir beschleunigen wieder. So, Zugbremse ist gelöst. Und ab die Post. So, dann betrachten wir hier mal unseren Geschwindigkeitsanzeiger, wie der hier ja, abgeht wie eine Rakete. 20 km/h haben wir schon. 25 gleich. So, 30. 35 und dann gleich 40 und bei 45 ist Schluss, wie gesagt. Ja, gehen wir noch eine Stellung höher. Nicht, dass wir hier zum Rasen mutieren. So, 40 sind dann wieder vorne angesetzt. Okay, das Lämpchen blinkt. Ach, und schon wieder langsam verstellte 10 Stundenkilometer. So, Leistung ganz zurückgestellt. Wir überfahren die Brücke hier mit maximal 40 km/h. Die Bremse ziehen wir schon mal an. Nicht, dass uns die Wagen hier noch flöten gehen. Die möchten wir nicht auf der Brücke verlieren. Von denen gibt es nicht mehr so viele. Oh, wunderbar. Uiuiuiui, die armen Wagen, die armen Wagen. Ah, stärker die Bremse anziehen. Am Ende werden wir noch geblitzt. Oh, schön hier. Mit Freibad nebenan. Ja, wollen wir gleich mal anhalten. Ne, wir müssen natürlich weiter. Aber wir können ruhig mal rüberschauen. Ein Kind, was baden möchte. Boah. Sogar ein Handtuch liegt hier. Schön. Der Bahnmitarbeiter sitzt hier mit seiner Frau wahrscheinlich. Oder die Frau mit ihrem Mann. Also hier bestimmt ein wirklich schönes abgelegenes Örtchen. Oh, der Blick hier alleine schon auf die Gleise. Muss ja echt schön sein. Gut, natürlich ein Nachteil hat das Ganze. Wenn die Bahnschranken klingeln, dann wird es auch in der Nacht. Sollte denn hier mal ein Zug langfahren? Für die Bewohner unangenehm. Aber ansonsten hier ein wirklich wunderschönes Fleckchen. Ja, da könnte man wirklich schon meinen, schade, dass diese Strecke fiktiv ist. Wie gesagt, Strecke ist von Aerosoft, Köbelitzer Bergland 3 Version, Version 3 Reloaded, so rum. Uiuiuiui. Nicht zu schnell fahren, nicht zu schnell fahren. Boah, wenn ich schon hier vorne sehe, wie oft wir gleich hupen dürfen, da freue ich mich schon richtig drauf. Gleich erstmal hier so aus Jux und Tollerei. Sieht wirklich gefährlich aus, wie die Wagen da hinten wackeln. Ich hätte jetzt wirklich nur zu gern mal die Passagieransicht gesehen. Schade, dass wir uns leider nicht mit der Kamera in die Wagen hineinsetzen können. Eine Mumu hier, eine Mumu da.
ganz viele Kühe. So, Signal zeigt auch freie Fahrt an. Schöne Sache. So, da kommt die erste Pfifftafel. So, die Titanic hat gehupt. So, Bahnhof Wilderfang. Nee, Wilderwenn. So rum. Also wer nicht meint, dass das hier nach einem Boot klingt, also dann schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was es denn sonst sein sollte, wenn nicht eine Kühe. Oder ein Boot, wie gesagt. Ja, ich habe auch das Gefühl, manche Vegetationsobjekte wurden eigens für diese Strecke hier entwickelt. Zum Beispiel kommt mir nicht in den Sinn, dass ich diesen Tannenbaum oder diesen Baum allgemein schon mal im Train Simulator auf einer anderen Strecke gesehen habe. Okay, das Auto hupt gleich mit. Miep, miep. Ja, wir müssen wieder beschleunigen. Aber das ist so angenehm, so langsam hier entlang zu tuckeln. Ach, könnte man hauptberuflich machen. Oh, schön. Hier die Bauwagen. Wahrscheinlich vom Liebherr Gleisbagger. Wie man ihn auf der Strecke schon öfters gefahren sind. Den könnten wir auch mal wieder fahren. Seht ihr? Das wäre auch mal wieder so ein Exot. Ein LKW. Na, die Ampel zeigt rot. Oh, rein in den Tunnel mit der Köf. Okay. So, hier auch die landwirtschaftlichen Geräte. Sehr, sehr schön. Da oben ein kleines Häuschen mit Auto. Und rein ins finstere schwarze Loch. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht dieselben Eigenschaften aufweist wie die schwarzen Löcher im All. Ansonsten wird es hier etwas schwierig mit herauskommen. Und ja, das Überleben soll da drin auch nicht so leicht sein, habe ich gehört. Aber wir haben Glück. Wir dürfen wieder raus. Schön die Blümchen hier am Schienenrand. Ja, wie schnell. Oh, wir sind zu schnell. Wir mutieren hier zum Raser. Geht gar nicht. Zugkraft wegnehmen. Nicht, dass man uns hier noch das Eisenbahnbundesamt auf den Hals setzt. So. Boah, hier drüben. Forstarbeiten. Da werden gerade Bäume gefällt, beziehungsweise zersägt. Gefallen sind sie ja schon. Und da hören wir auch gerade die Kreissäge bzw. Kettensäge. Gut, er wird ja eigentlich hier im Wald mit Kettensägen gefällt. Habe ich noch nicht mit der Kreissäge gesehen. Wäre auch ein bisschen komisch. Und die Kreissäge müsste auch ziemlich groß sein. Atlantis, wir kommen. Naja, während es hier geradeaus geht, können wir uns ja mal ganz kurz die Vorschriften des Vollturbobetriebes durchlesen. So, Achtung, Höchstgeschwindigkeit im Rangierbetrieb sowie im Streckengang auch bei Talfahrten nicht überschreiten. Ja, das ist klar. Das sollte man allgemein bei jeder Lokomotive so machen. Nur Abschleppen der Lok, wenn Schaltgetriebe auf Mittelstellung verriegelt. Wieder einlegen aus der Mittelstellung nur, wenn Motor und Sekundärteile des Getriebes stillstehen. Okay. So, immer mal nach draußen schauen. Oh, schön mit Riesenrad da drüben. Schauen wir uns auch gleich nochmal näher an. So, schnell lesen. Wendeschaltung und
Gangschaltung nur betätigen, wenn Lok steht. Motor auf Leerlauf und Getriebe auf Entleerung, oder? Geschaltet ist. Bei Zahn auf Zahnstellung im Nachschaltgetriebe nur kurz auf Füllstellung bei kleiner Motordrehzahl gehen. Ja, lässt sich ein bisschen schwierig lesen bei der ruckeligen Fahrt. Jetzt geht es hier für uns erstmal über den Viadukt. Und dort vorne haben wir dann auch schon ein haltzeigendes Vorsignal. Ah ne, Langsamfahrt, okay. Auch gut. Ja, und ich löse natürlich mein Versprechen ein. Wir schauen uns hier drüben gleich nochmal das Riesenrad an. Oh, wunderbar, hier unten der kleine Bach, der durch die Ortschaft geht. Und da oben die Kurve mit den zwei Wagen. Einwandfrei. Ja, Jahrmarkt wahrscheinlich, oder? Nee, gut, nicht ganz. Und die Häuser werden wahrscheinlich vom Riesenrad mitgenommen. Arme Bewohner, die mussten wahrscheinlich vorher ausziehen und dann hat man hier mit einer Säge einen Schlitz ins Haus gesägt. Aber okay, sieht schön aus und auf die Entfernung ist das wirklich wunderbar. Wie gesagt, ist ja ein Nebenobjekt. So, wir sollen dann auch auf 30 runterbremsen, was die Lokomotive ja mehr oder weniger schon fast von alleine gemacht hat. Wir würden hier wieder die PZB-Wachsamkeitstaste bestätigen und halt erwarten. So, mal richtig aufs Bremspedal latschen. Kann man ja hier in dem Sinne wirklich sagen. Das ist ja in dem Sinne ein Bremspedal. Und hier oben thront wieder die Burg auf dem Berge. Schöne Sache, schöne Sache. Streckenfernsprecher. Boah, schön hier oben. Gleich nochmal in die Außensicht. Das kann ich euch nicht. Nicht zeigen. Also nicht verwehren. Wollte ich eigentlich sagen. Oh, hier auch die Brückengeländer. Das gefällt mir echt gut. Klasse Sache. Klasse Sache. Ja, so viele Probleme wie der Train Simulator manchmal auch bereitet. Dafür bekommt ihr zwar relativ wenig mit, weil ihr seht meistens nur das Video, nicht die Abstürze. Ja, hat er doch wirklich sehr, sehr schöne Strecken in sich und dabei. Gut, wir werden abbremsen. Hier auf Gleis 2 in Horsfern. Und nochmal schnell aufs Bremspedal latschen, damit wir hier wirklich punktgenau zum Stillstand kommen. Und Bremse wieder lösen. So, wir lassen die Fahrgäste ein- und aussteigen. Na schade, jetzt haben wir nicht gesehen, wie sich die Türen öffnen. Das nächste Mal achten wir darauf. Beziehungsweise, wenn sie sich schließen. So, Bremsgestänge. Stelle. Das wäre geschafft. Kurbeln Sie hier bitte die Wagen von Ihrer Lokomotive ab. Okay. Wird gemacht. Horsfern Gleis 2. Abkuppeln. Oh, schade. Die Uhr hat es leider schon erwischt. Ein Opfer der Randalen. So, die Wagen können schon für die Sonderfahrt, welche dieses Wochenende stattfinden, hier stehen bleiben, rangieren sie jetzt vor bis auf Gleis 12 und halten dort direkt hinter dem Gleissperrsignal der Gegenrichtung an. Ja, Gleis 12. Wundert mich, dass es das in dem kleinen Bahnhof hier eigentlich gibt. Aber so klein ist er gar nicht. Wenn wir uns hier mal einen Überblick verschaffen, dann muss man sagen, ja, der Bahnhof an sich für die Personen ist relativ klein, aber der gütermäßig genutzte Bereich ist dann doch schon erschwinglicher und größer. Hier Baureihe 52. Oh, wunderschön. Das ist eine Heidenarbeit, die man sich hier gemacht hat, um die Personen auch noch da drauf zu stellen. Allgemein die ganzen Positionierungen von sämtlichen Details gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen Dank hier an den Szenarioersteller. Und natürlich auch an Aerosoft für diese wunderschöne Strecke. Welche ja aus der Strecke Altenburg in Wildau, also ehemals Freeware, hervorgeht. So, wir müssten erstmal wieder auf die Seite hier wechseln. Fahrtrichtungswende ist weiterhin in Vorwärtsstellung, die Bremse ist bereits gelöst. Wir müssen lediglich noch Gas geben und abfahren. Wie gesagt, die Wagen stehen jetzt hinten
Im Bahnhof war drin. Wir ziehen jetzt vor bis zum Brellburg. Oh, auf der rechten Seite hier auch nochmal ein schöner alter Wasserturm. Also ich glaube, schöner geht es eigentlich gar nicht. Bahnnostalgisch hier wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke. Wie gesagt, auch abwechslungsreiche 3D-Vegetationsobjekte. Schöne Sache. Hektometer- und Kilometrierungssteine. Ab und zu mal ein bisschen Gras hier auch noch im Gleis. So wie das tatsächlich in Natura wirklich ist an einigen Stellen. Ja, wäre jetzt halt schön gewesen, wenn ich zuvor vielleicht noch die Tastkombination für die Lokbremse hier gekannt hätte. Oh, ich sehe gar nicht, wo es hier hingeht. Oh, ich weiß gar nicht, wo das Ende ist. Okay, das Gleisfahrsignal sagt auch schon Freifahrt. Aber jetzt müssen wir mal ganz kurz erkunden, bis wohin es hier tatsächlich geht. Das ist ja wirklich gruselig. Das nenne ich mir auch mal wirklich coolen Prellbock. Ja, hier können wir noch den weiteren Verlauf der Gleise sehen und erahnen. Jetzt einmal schnell raus aus der Curve und manuell Weichen hinter ihre Lok stellen. Mit Shift und G können Sie das machen. Wechseln Sie dann die Fahrtrichtung und rangieren zurück zum Abstellgleis 10. Dort halten Sie neben Ihrem Kollegen, der Sie schon zur Kaffeepause erwartet. Okay, wird gemacht. Ja, wie gesagt, hier der wahrscheinlich ehemalige Streckenverlauf. Wäre natürlich schön, wenn sich die Strecke in naher Zukunft noch ein wenig erweitert. Ja, Unfallgefahr Bahnanlage. Unfallgefahr Bahnanlage. Also der Bereich dazwischen ist wahrscheinlich keine Bahnanlage. Auch wenn hier die Andreaskreuze noch stehen. Eigentlich ein Wunder. Ja, wirklich wunderbar. Hier hinten endet dann auch die Strecke. Und okay. Genug geredet. Oh, echt, das sieht schön aus. Sieht wirklich schön aus. So, mit Shift und G sollen wir hier die Weichen umstellen, ne? Wo soll es denn überhaupt hingehen? Aufs Abstellgleis Nummer 10. Da schauen wir mal ganz kurz. Ups. Okay, die Bogenweiche ist schon richtig gestellt. Dann wird das lediglich diese Weiche hier vorne sein, welche nach oben gestellt wird. Und okay, wir machen es von Hand. Mit der genannten Tastenkombination funktioniert das gerade irgendwie bei mir nicht. Ja, 30-4. Das waren noch schön die alten Steine. Gut. Lokbremse nicht vergessen. Oh, hier, das Gras kommt schon unten zum Boden rein. Nein. Fahrtrichtungswende in die Rückwärtsstellung und dann geht's los. Ja, wir waren wieder mal so böse und haben hier nicht die, wie heißen sie? Die Beleuchtung umgeschaltet. Scheinwerfer. Das müssen wir natürlich noch machen. Geht gar nicht. Ja, man könnte sagen, ein ziemlich exotischer Ausflug, den wir hier heute mal gemacht haben. Mir hat es mal wieder sehr, sehr viel Spaß bereitet. Und wäre natürlich schön, wenn wir in Zukunft öfters mal mit den Exoten hantieren. Ist zumindest meine Meinung. Schreibt doch einfach mal eure Meinung unten in die Kommentare hinein. Lese ich mir auf jeden Fall durch. Und dann wäre das eigentlich auch schon geschafft für heute. Wie gesagt, liken und teilen nicht vergessen. Abonnieren wäre natürlich auch schön. Ist eine klasse Sache. Dann verpasst ihr nämlich nicht die Videos. Und ja, wenn ihr wollt, natürlich noch neben dem Abonnieren-Button die kleine Glocke aktivieren.
Seite an, verpasst ihr keines meiner Videos. Ihr werdet dann jedes Mal automatisch darüber benachrichtigt. Keine Angst, es kostet kein Geld, es ist kostenlos. Also, so viel könnt ihr da eigentlich nicht falsch machen. Wie gesagt, abonniert doch einfach mal den Kanal. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Es sind sehr, sehr schöne Sachen, die wir hier von Zeit zu Zeit fahren. An der Stelle verabschiede ich mich dann eigentlich auch wieder. Wie gesagt, den Simulator gibt es wie immer über die Videobeschreibung. Den Affiliate-Link habe ich da hineingekopiert. Ja, und ich bedanke mich für die schöne Fahrt und sage Tschub Tschub und bis zum nächsten Mal.